What's up, Fan Primus Family, und happy welcome zu einem neuen Stadionvlog. Leute, dieses Wochenende wird mega krass, nicht nur wegen den Spielen, sondern auch wegen diesem verdammten Bahnstreik. Ich habe, glaube ich, meine Bahnverbindung 40 Mal gewechselt, aber ich habe wieder einmal eine Bahnverbindung gefunden, um für euch zu vloggen. Und meine große Reise beginnt heute an einem Freitag, denn ich fahre heute nach Hannover und schaue mir das Spiel Hannover 96 gegen 1. FC Nürnberg an. Und morgen ist dann ein weiteres Spiel, aber dazu kommt der Stadionvlog dann einfach auch raus. Ja, konzentrieren wir uns erstmal auf Hannover gegen Nürnberg. Ich glaube, das wird von den Fans her ein geiles Spiel. Jetzt gehe ich aber erstmal zur Arbeit. Nach der Arbeit melde ich mich und dann zeige ich euch, was abgeht in Hannover. In dem Sinne, bis gleich. Ich muss kurz arbeiten und dann bin ich wieder für euch da. So Leute, here we are. Wir sind in Hannover angekommen, trotz Bahnstreik. Und jetzt gehe ich auch direkt ins Stadion. Jetzt geht's ab zu Hannover 96. Und dann gucken wir uns das Spiel mal gleich an. Es wird geil. Ich gehe ein bisschen zu Fuß, ich habe genug Zeit. So, da vorne ist der schöne Bahnhof von Hannover. Wenn ich hier so rüber schwenke, gehen wir langsam in die Innenstadt. Ihr seht hier die ganzen Läden. Ist eigentlich sehr geil gemacht und man muss nur geradeaus gehen und dann kommt man in circa 20 Minuten beim Stadion an. Also echt super entspannt, was Hannover angeht. Hier Galeria, hier alles, was ihr wollt. Also Hannover schon sehr schön, muss man sagen. So, und wer fährt uns hier entgegen? Der erste FC Nürnberg, der Bus ist da. Schaut ihn euch an, aber irgendwie fährt er in die falsche Richtung. Weil da hinten ist der Hauptbahnhof und da hinten ist das Stadion. Warum fährt er dahin? Wahrscheinlich hat er die Spieler schon gebracht. Keine Ahnung. Angekommen am Stadion, Leute. Hier ist es noch recht ruhig, aber wir haben auch wieder eineinhalb Stunden wieder vorher Zeit. Man weiß ja auch nicht, wie die anderen Menschen hier ankommen mit diesem ganzen Streik. Ich möchte mal eine Prediction abgeben. Ich glaube, dass Hannover heute 3 Punkte holt. Und tippe auf ein 2:1 für Hannover. Also ich glaube, Hannover gewinnt heute 2:1 gegen Nürnberg. Und das wird aber ein sehr packendes Spiel, glaube ich. Ich glaube, es werden viele Torszenen da sein. Und ja, zeige ich euch mal das Stadion. Da vorne ist es. Die Heinz von Heiden Arena. Oder Niedersachsen Stadion. Ne? So, da gehen wir jetzt hin. So Leute, here we are. Heinz von Heiden Arena. Wir gehen mal zum Stadionplan. Ist auch immer wichtig und richtig. Also, so sieht das hier aus. Und ich sitze heute, glaube ich, da oder da. Irgendwie da. Hier auch ein HSV-Wappen. Oha, wie viele Aufkleber wurden da denn? Hannover. Darunter Hansa. Dann noch was anderes, wieder Wolfsburg oder so, keine Ahnung. Dann der HSV. Crazy. Und wir gehen jetzt ins Stadion. Also hier in Hannover wird man immer so nett begrüßt. Vielen Dank, ich bin gerne hier. Lecker, lecker, Leute. Pizza muss eigentlich immer im Stadion sein. Pizza ist sehr lecker. Und passt mal auf, gleich gehen wir dort rein. Jo, Fokus hat auch richtig Bock. Da gehen wir gleich rein. So, unser Ehrengast ist auch im Stadion. Natürlich, Eddie. Was tippst du heute? 3:1. Geiles Ding. Ich habe 2:1 getippt. Guter Mann, er hat Ahnung. Also Leute, eine absolute Empfehlung ist Pizza Mario. Das ist hier am Südeingang. Wer reingeht, ist sie direkt hier am Stadion. Einfach mega geil. Here we go. Heinz von Heiden Arena. Ich sitze heute mal dort, wo ich noch nie gesessen habe. Aber ich glaube, auch von hier ist ein richtig geiler Blick. Sonst sitze ich da unten immer. Aber so habe ich einfach alles auch gut im Blick. Und die Gäste, Fans sind näher an mir dran. Und vor allen Dingen werde ich heute mal sehen, ob wirklich Hannover so krasse Stimmung macht. So Leute, jedes Mal in Hannover dasselbe Spektakel. Alter, jetzt regnet das hier auch noch rein. Es ist unglaublich. Guckt euch das an.
Jetzt kommt ja auch noch Sturm. Wieder unten komplett jetzt schon nass. Ey, ich schwör's dir, es ist unglaublich. Aber ich glaube, es ist nicht ausverkauft. Ich gehe weiter nach oben. So, let's go. Oha, die Hannoveraner hört man sogar hier auf der anderen Seite. Das ist schon geil. Leute, hurra, hurra, die Nürnberger sind da. Da sind sie. So, wann kommt Hannover raus? So, die 96er kommen jetzt auch endlich auf den Platz. Jetzt kann es losgehen. We are ready to rumble. Also von den Gästefans ist weit und breit noch nichts zu sehen. Aber Hauptsache die Spieler sind auf dem Platz, weil ich wollte das Spiel sehen. So, 20 Minuten sind noch bis zum Anpfiff. Ja, die Kurve sozusagen von Hannover ist voll. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Diese Tribüne ist fast komplett leer. Gästefans überhaupt nicht anwesend. Und diese Tribüne auch irgendwie leer. Aber ist auch nicht schlimm. Ich sag euch ehrlich, es ist übertrieben kalt. Und wie gesagt, wegen dem Bahnstreik denke ich mal, dass natürlich viele Nürnberger einfach gesagt haben, das ist viel zu risky, dass man hier wieder nicht wegkommt. Von daher alles gut. Wir werden aber ein geiles Spiel auf dem Platz haben. So, schauen wir uns mal die aktuelle Tabelle an. Also, Hannover 96 auf Platz 9. Mit 3 Punkten heute könnten sie auf Platz 6 heute vorrücken. Nürnberg auf Platz 7 mit 3 Punkten auch auf Platz 6. Und der Gewinner kann auf Platz 6 vorrücken. Wichtiges Game für beide, wenn sie noch oben irgendwas zu melden haben wollen. Oha, die Statistik für das heutige Spiel ist sehr ausgeglichen. 19 Niederlagen für Hannover gegen Nürnberg, 19 Unentschieden und 21 Siege. Also das liegt sehr nah beieinander. Also ich glaube wirklich, dass kaum ein Gästefan hier sein wird, weil, wie gesagt, wir haben jetzt noch 10 Minuten bis zum Spielbeginn und Nürnberg ist einfach nicht da. Hier ist die Mannschaft von Hannover 96! Hey, Tor, unser Kapitän in der 1! Also, ich wünsche euch einen geilen Stadionvlog mit vielen Toren, vielen geilen Szenen, geilen Fangesängen und ja, let's go, wir gehen rein, auf geht's. So Leute, es geht los, die Spieler kommen auf den Platz und jetzt wird's nice. Der Support aus Hannover ist da. Das ist die erste Chance für Nürnberg. So, jetzt eine sehr gute Chance für Hannover. Fällt hier schon das 1-0? Crazy man! Oh yes, go! Na 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 na. Leute, wie geil ist das denn bitte? Für 15 Minuten 1-0 Hannover. Und wir haben gerade hier noch den, ja, Endstreik
und trotzdem jubeln alle. Geil, 1-0. Das Tor ist viel zu schnell gefallen, die Anzeige ist einfach kaputt gegangen. Oh, Alter, das sah aus, als ob das 2-0 gefallen ist. Heftig. So, 2, 1, 12 Minuten. Und es geht los. Es wird alles auf den Platz geworfen. Ich glaube, Tennisbälle oder was das auch nochmal ist. Und endlich ist die Stimmung. Und Runde 2. Es geht weiter. Ich finde das geil. Und jetzt werden die wahrscheinlich aufgeräumt und dann geht es zur Runde 3 über. So, kommen wir wieder zum Fußball zurück. Eine sehr gefährliche Standardsituation für Nürnberg. Also ich muss sagen, ich finde es unmöglich. Da sind noch Bälle auf dem Platz. Da ist auch ein Ball. Und der Schiri sieht das einfach nicht. Oh. Also die 12 Minuten sind schon lange um. Wir sind in der 19. Aber es ist immer noch gar keine Stimmung hier. Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Was ist denn hier los? Also Hannover drückt hier auf 2-0. Also ohne Witz, Hannover spielt sich hier gerade in einen Rausch. Drücken die ganze Zeit, machen auch gleich, glaube ich, das 2-0. Oh, American Football in Hannover. So, zur Abwechslung mal eine Ecke für Nürnberg. Aber die machen auch nichts draus. Oh, richtig geil durchgesetzt, aber nicht zum Torabschluss gekommen. Also Leute, jetzt ohne Witz, wir haben jetzt die 35. Minute und hier ist einfach... Es ist mucksmäuschenstill im Stadion. Ich habe keine Ahnung, was hier vorgeht. In den 12 Minuten wusste ich, aber anscheinend ist da was ganz anderes. Also echt Wahnsinn. Das ist, habe ich so noch nicht erlebt. Oh, das kann doch nicht sein. Der Ball will nicht rein, Mann. Crazy. Stimmungstechnisch heute grauenhaft, aber nicht wegen den Hannoveranern, sondern weil die einfach gar keine Stimmung machen. Aber es steht 2-0. Crazy. Was soll man sagen? Natürlich will ich euch Stimmung und alles aufnehmen, aber Tore nehme ich mit. Tore nehme ich mit. Tor für Hannover. Hannover weiter wie im Rausch. Oh, Weltklasse gehalten vom Nürnberger Keeper.
So, meine Lieben, Halbzeit hier in Hannover. Es steht 2:0 für Hannover. Jetzt hört man ein bisschen die Fans, aber ich sag euch eins, stimmungstechnisch Katastrophe. Wirklich, also keiner singt hier, keiner macht irgendwas. Es ist mucksmäuschenstill. Sogar bei den Toren hat man kaum gejubelt. Boah, das ist schon heftig. Also so bringt Fußball wirklich gar keinen Bock. Aber vom Spiel her Hannover deutlich besser und führt auch völlig zu Recht 2:0. Wir gehen in die Halbzeit. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Oh mein Gott, endlich wieder Stimmung hier in Hannover. Hört euch das an. Das Spiel ist auch gerade gestartet zur zweiten Halbzeit. Jetzt bringt es Spaß. So, Nürnberg in der zweiten Halbzeit einen Tick besser als in der ersten Halbzeit. Versuchen hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Mal schauen, ob es denen gelingt. Mein Tipp war ja 2:1. Das ist wie ein Genuss, endlich wieder Stimmung zu hören. Das war ja eine grauenvolle erste Halbzeit. Überragend, wie die da alle durchdrehen. Schön mit jeder Türkei-Flagge. Da unten ist der Fotograf. Hier wird einmal schön Foto gemacht. Cheese. Klick, klick, klick. 25.100 Zuschauer. Not bad. 25.100 Zuschauer. Ja, kann man sagen. Definitiv. V. Hannover HSV. HSV. Hannover HSV. Das sieht mal richtig geil aus, wenn man so die Taschenlampe vom Handy anmacht und wir hier fast das. Oh! Überragend gehalten, der Keeper. Da ist die Next Generation Vlogger. Ja. So, ist es das 3:0? Ja, Leute, 5 Minuten noch zu gehen plus Nachspielzeit. Also Hannover hier mit dem absolut verdienten 2:0. Hätte noch viel höher ausgehen können. Nürnberg macht einfach gar nichts. Wirklich, sind gar nicht auf dem Platz. Hannover macht das richtig gut. Und somit, wenn es beim 2:0 bleibt, geht der Sieg absolut verdient an Hannover. Jetzt hier nochmal eine Chance für Nürnberg. Schöne letzte Bilder hier noch in Hannover. Die Nachspielzeit beträgt 2 Minuten. Wir sind aber auch schon fast durch. Guckt euch das mal an, wie schön es mit Fans ist. Ich würde sagen,
Leute, Hannover ist on fire. 3:0 gegen Nürnberg, Wahnsinn. Aber absolut verdient. Nürnberg war heute null auf dem Platz. Keine Ahnung, wo die waren. Körperlich ja, geistig komplett woanders. Ja, 3:0. Da ist das Ding. Das Spiel wurde automatisch auch abgepfiffen. Also das 3:0 ist direkt mit dem Abschlusspfiff gefallen. So, meine Lieben, Hannover gewinnt 3:0. Wie gesagt, absolut verdient. Ich hoffe, euch hat der Stadionblock gefallen hier aus Hannover. Mir hat es sehr gefallen. Wirklich großen Respekt und Glückwunsch an Hannover für die 3 Punkte. Nürnberg, euch werde ich irgendwann nochmal vloggen, damit ihr auch 3 Punkte holt. Und ja, ich kann euch nur sagen, bitte supportet Fan Primus. Abonniert, liked, kommentiert. Und das bringt uns alle weiter. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen geilen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Stadion-Vlog. Euer größter Fan Primus geht jetzt offline. Bye, bye.